zwar geht es in erster Linie darum, Widerstände zu überwinden. So, wunderschönen guten Morgen aus Wanaka. Guten Morgen. Wahrscheinlich weiß keiner, wo Wanaka ist. Deswegen werden wir hier oben mal eine Karte einblenden über Marias Kopf. Da oben. Und da ist Wanaka markiert. Und Wanaka hat einen ganz besonderen Walk für uns vorbereitet. Und zwar ist es der Walk hoch zum Royce Peak. 18 Kilometer, 6 Stunden Dauer. Wir haben es jetzt 10.15 Uhr. Und mal sehen, wie lange wir so brauchen. Und vor allen Dingen wird auf diesem Berg ganz oben immer das Bild der Bilder von Neuseeland geschossen. Wenn man Neuseeland googelt, dann findet man meistens bei den ersten 3-4 Bildern immer dieses Bild. Und wir sind im Begriff, auch so ein Bild für uns zu schießen. Ihr begleitet uns wie immer und sehen uns oben oder ja. Unterwegs. Ja. Kann nicht mehr. Maria, was haben wir alles eingepackt zu essen? Brot mit Käse, wir haben Erdnussbutterbrote, wir haben für ihn einen Apfel, für ihn eine Paprika, für ihn eine Banane, für ihn einen Proteinriegel. 2 Flaschen Wasser, 4 Kameras, 2-mal richtig Bock. Das kann nur gut werden. Jacken sind alle aus. Willst du es auch schnappen? Fällt dir der Wurf? Ja, bisher ist ganz gut, ne? Das werden wir dann oben sehen, ob sich die Anstrengungen gelohnt haben. Was ich auf jeden Fall weiß, schöne Grüße, aber unsere lieben Omas würden wir hier nicht mit raufnehmen. Ne, ist nicht barrierefrei. Das wäre zu anstrengend für dich, Oma. Dich auch, Oma und Oma. Liebe Grüße. An Oma. An die Omas. Fun Fact, Christoph kann man richtig gut mit Essen locken. Seine Motivation hochzugehen sind die Erdnussbutterbrote. Und wenn ich aber sage, oh, ich weiß gar nicht, ob ich die mit habe, da kann die Stimmung aber ganz schnell umschwingen. So, und bei diesem Aufstieg hier geht es natürlich nicht in erster Linie um das Foto oder die Erdnussbrote. Was ich genau damit meine, erkläre ich euch oben nochmal. Den ersten Checkpoint haben wir schon mal geschafft und jetzt kommt gleich der letzte Checkpoint, nämlich der wahre Royce Peak, die Spitze. So, da sind wir. Yay. Ganz oben angekommen, 9 Kilometer, 2 Stunden 35 oder sowas haben wir gebraucht. Tougher Walk. Ja. Die Aussicht, wie man hier sieht, ist unglaublich nice. Zwischendurch mussten wir ganz schön pumpen, glaube ich. Ja, aber wir haben heute auch nicht richtig gefrühstückt. Es gab einen Kaffee und einen Proteinshake. Ja, aber es hat. Was denn? Wir haben genug mit. Wir müssen uns erstmal eine windstille Ecke suchen und dann gibt es endlich. Endlich! Endlich! Die verdienten Erdnussbrote.
So, und während wir hier die letzten Bissen von unserem Erdnussbutterbrot verspeisen, wollte ich nochmal auf das zu sprechen kommen, was ich vorhin nochmal angefangen hatte. Und zwar haben wir festgestellt, dass der Widerstand notwendig ist, damit man persönlich wachsen kann. Ob es beim Reisen ist oder ob es im Business ist oder beim Sport ist, man muss immer wieder irgendwie Hindernisse überwinden. Und deswegen finde ich das einfach auch so schön, metapherhaft hier mit dem Berg, ja, dass man sich eben hochkämpft und dann von oben guckt, was man geschafft hat, eben nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, genau darum geht's, dass man halt eben immer wieder neue Ziele setzt, neue Etappenziele setzt, immer wieder weitermacht, dranbleibt und auf dem Weg auch mal scheitert. Ja, das hatten wir ja auch schon, dass wir ja oft genug gescheitert sind, dass wir uns das so gedacht haben, dass es nicht geklappt hat und andere Wege finden müssen. Und man wird dann immer wieder so flexibler und man lernt, mit diesen Challenges umzugehen und mit diesen Widerständen eben umzugehen und findet eben Wege. Und das ist, worauf ich eigentlich hinaus will, und wächst daran. Man wird daran einfach stärker. Und im Nachhinein hat man ja immer gesehen, dass es irgendwie einen Sinn ergeben hat. Selbst wenn in der Situation war es irgendwie scheiße oder richtig, war man am Boden zerstört, keine Ahnung, gab es ja viele Situationen, aber im Nachhinein hat es alles Sinn ergeben und alles gut geworden. Ja, also der Widerstand lässt einen wachsen. Er ist auf jeden Fall notwendig und man muss sich, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass auch ja, nach diesen harten Zeiten wieder bessere Zeiten kommen, wenn man es dadurch schafft sozusagen. Ich finde, mit diesen weisen Worten schließen wir hier das Video für heute, senden schöne Grüße nach Deutschland und von wo aus ihr zuguckt. Auf die Erdnussbutterbrote. Auf die Erdnussbutterbrote. Das waren Maria, Christoph vom Reuss Peak aus Neuseeland. Und der ist frisch. Der ist frisch. Die verspeisen wir jetzt noch. Dann geht's da runter. Ich weiß nicht, ob man den Carpark sieht. Wir sagen erstmal tschüss. Bis später. Ciao, Ibau. So, und da steht der Lonely Tree, da ist er.